Ja, wir haben uns heute hier mit Sami Kartinen im NH Collection Hotel am Altmarkt in Dresden verabredet zu einem ganz besonderen Interview, weil Sami steht ja heute vor seinem Abschied hier aus Dresden, vor der Bannerzeremonie, die dann am Nachmittag in der Energieverbund-Arena stattfinden wird. Und wir freuen uns sehr, dass Sami sich nochmal Zeit genommen hat, mit uns ein kurzes Gespräch zu führen, wo wir einfach nochmal ja, die letzten Jahre, die letzten 7 Jahre hier in Dresden so ein bisschen Revue passieren lassen wollen. Jetzt habe ich natürlich an dich die Frage, du bist jetzt seit Freitag in Dresden, seit Freitagnachmittag. Wie ist das, zurückzukehren und nicht mehr Spieler zu sein? Ja, ganz ehrlich sein, das ist ein bisschen komisch. Das ist normalerweise, ich habe genau gewissen, was ich hier zu tun habe. Heute ist das, oder die Wochenende ist ganz andere. Und ja, muss ich sagen, dass hier kommen in Dresden ist immer Gefühl, dass ich komme heim. Da ich habe schon, dass meine Frau, meine Kinder gesagt, das ist ja, das ist nur die eine Wochenende jetzt. Jetzt lass uns mal zurückblicken auf deine erste Zeit in Dresden. Kannst du dich noch erinnern, wie damals dieser Wechsel zustande gekommen ist? Du kamst aus der Schweiz nach Dresden. Wie war das damals? Was waren so deine ersten Eindrücke, die du im Kopf behalten hast? Ja, das ist eine lange Story, aber ich mache das kurz, dass in Schweiz, wenn das hat nicht perfekt geklappt und ich habe die Angebot hier bekommen, so ich habe sofort im Internet geguckt, dass, was ist das aus Dresden und die History und alles und dann ich habe gesagt, ja, Deutschland, ja, warum nicht? Ja, gucken wir das wieder, das ist eine Saison, ob das gut klappt oder zwei, so, aber ja, gehen wir dort und dann bin ich hier gekommen und die Stadt gesehen, wir war mit Pat Jarrett, wir waren sofort den ersten oder zweiten Tag hier am Start und ja, oh wow, das ist richtig schön, das ist nichts, was ich habe gewartet und in Anfang an die Gefühl hier war immer gut, dass die Stadt, die alle hier hat mir richtig gefreut und ja, 7 Jahre. Welche Rolle spielt denn Thomas Puppich für dich? Er hat dich ja quasi begleitet die ganze Zeit auch in Dresden. Welche Rolle spielt er rückblickend für dich als Trainer und wie sehr hat er dich auch geprägt in deiner Form als Spieler? Ja, große Rolle, ohne Frage. Und ich habe immer Gefühl, das gehabt, dass der Thomas hat mir geglaubt. Und na klar, in 7 Jahren man kann nicht in beste Eishockey spielen. So, das war schlechte Zeit und gute Zeit. Und mit Thomas, ich denke, wir haben ein bisschen zusammengewachsen in die 7 Jahre. Und ich weiß genau, was Thomas ist als die Trainer und mehr als was er als die Person auch. Und für Thomas, ich bin ihm immer dankbar, dass er hat mir geglaubt, hier genommen und die Jahr nach Jahr zusammengearbeitet. Und ja, große Rolle insgesamt. Welche Personen sind dir denn außer Thomas Popisch noch in Erinnerung geblieben, beziehungsweise mit wem bist du noch eng verbunden? Ich denke, da gibt es auch einen Spieler, mit dem du eine sehr enge Beziehung hast. Das ist Pat Jarrett, du hast es schon erwähnt, aber vielleicht kannst du noch mal was zu Pat sagen als Person und auch euer sehr erfolgreiches Jahr damals und dann vielleicht, welche Spieler es noch gibt, die ja, mit denen du vielleicht auch noch in Kontakt stehst. Ja, ich glaube, die Pat Jarrett war die Schlüssel, warum die ersten 4 Jahre. Wir waren hier zusammen und viel Spaß gemacht und erfolgreich auch. Und ich denke, ohne ihn werde ich die 7 Jahre nicht bleiben. Und als die Typ, er ist, ja, was ich kann sagen, die überragend, die Leadership in die Kabine und wie viel er hatte zu verlieren. Das ist unglaublich, wie Hugo auch. Und die beiden als meine Kapitän, die war Vorspiel in jeden Tag für die Spiele. Und auch wenn ich vielleicht die schlechte Zeit habe oder alles hat nicht perfekt geklappt, so die war immer da, die war ganz ehrlich in gutes Spiel. Ich habe die Feedback gegeben, aber auch die schlechte Spiele. Ich habe jetzt Zeit zu auffahren. Und die zwei waren ganz ehrlich für
für mich die ganze Zeit. Na klar, es waren 4 Spiele, ein paar Finne, weil ich habe hier mitgespielt. Pasi und Tommy Pöllänen und dann die Joni auch. Und die deutschen Spiele auch. Fliege, André Mücke, Strauch, die beide Martens, Henry und es gibt viel Spiele, wer hat mich die Gefühle gegeben, dass in Dresden ist super Platz zu spielen und die leben hier. Jetzt gab es in den 7 Jahren nicht nur positive Zeiten. Sowohl für dich, aber auch für den Verein vor allen Dingen. Es war immer am seidenen Faden die Zukunft der Eislöwen ganz lange. Du hast dich aber immer entschieden, hier in Dresden zu bleiben. Was war denn der Grund dafür? Warum hast du dann auch das Risiko in Kauf genommen, nicht zu wissen, ob es tatsächlich weiterzugeht, aber den Eislöwen die Treue zu halten? Ich weiß nicht, was ist genau der Grund, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Lösung ist da und das ist die gute Lösung und jemand hat mir auch gesagt, das ist ein bisschen crazy, dass du dort bleiben und du hast keine Ahnung, dass Mannschaft für den Club existiert morgen. Und ich weiß nicht, ich habe immer das geglaubt, dass die Leute, wer hat im Büro gearbeitet oder für die Eislöwen gearbeitet, die finden die Lösung und die haben das gemacht und ja, das war immer schön. Und die zweite Sache war auch, dass in meinem Kopf, ich habe das so viel gewollt, dass die Eislöwen bleibt hier und wir können hier als die Familie auch bleiben. So, das war die zweite Sache, warum ich habe nicht die schnelle Entscheidungen gemacht, wenn die ein Problem hat bekommen. Gab es trotzdem irgendwann mal einen Moment, wo du gezweifelt hast, dass die Entscheidung vielleicht doch die falsche gewesen sein könnte? Nee. Die Zweifel habe ich nie. Na klar, in 7 Jahren ist lange Zeit und alle kann nicht perfekt in der ganze Zeit gehen, aber so tief Loch, da war nie. Ich habe gedacht, das war nicht die richtige Entscheidung. Jetzt ist deine Familie auch hier mit gewesen in Dresden die letzten Jahre. Deine Frau hat hier gearbeitet, dein Sohn ist hier geboren. Wie ist das, wenn man jetzt Deutschland den Rücken kehrt, nach Finnland zurückgeht und ja, dann auf einmal wieder in Finnland sich zurechtfinden muss? Deine Kinder sprechen beide Deutsch. Deine Tochter kann es auch noch sehr gut, die hat es über den Sommer nicht verlernt. Es ist auch für die Familie schwierig gewesen, jetzt im Sommer die Entscheidung zu treffen. Unsere Zukunft liegt jetzt doch in Finnland, für die nächsten Jahre zumindest? Die Kinder, ich denke, das war viel einfacher, weil die sind Kinder und egal, wo gehen wir, so, das ist sofort, okay, das ist unser Heim. Aber meine Tochter jetzt 6 Jahre und mein Sohn 3 und die haben meistens Zeit in Deutschland gewohnt und die Sprache und auch die Kultur hier gelernt hat und ich denke, dass die können ein Leben lang mitnehmen und die kann immer denken, dass in Anfang die Leben war in Deutschland und die Sprache, wie du hast gesagt, das ist schön, dass in Finnland Finnisch, Deutsch und die später, ich glaube, kommt die Englisch und vielleicht noch ein paar mehr, aber die Basis ist schon da drin und das macht auch die Zukunft für die beiden hoffentlich ein bisschen einfacher. Aber ich denke, dass unsere Familie, das ist zweite Heim und das wird nie etwas anderes sein. Das ist, Finnland ist Finnland und Deutschland ist das zweite Heim und so bleibt es. Wie sieht denn euer Alltag in Finnland jetzt aus? Was machst du beruflich jetzt gerade? Was machst du jeden Tag? Ich studiere jetzt in Universität in Finnland, in Kuopio. Und in den nächsten 2 Jahren, ich probiere das Ende machen, die Sportmedizin. Und danach, ich hoffe, dass ich kann etwas als Trainer machen. Aber mehr als die Athletiktrainer oder Player Development Coach, etwas sonst. Ich will mehr für diese junge oder die individuellen Spieler helfen oder die
ja, das ist mein Ziel und das, warum ich bin jeden Tag in die Schule. Ich will mehr wissen, dass ich habe die alle Fakten, was ich brauche, das Arbeit gut mache. Hat sich diese Entscheidung, diesen Weg zu gehen, erst kurzfristig ergeben? Vielleicht auch durch deine Tätigkeit im letzten Jahr nach deiner Verletzung musstest du ja zuschauen, hast dann die Trainertätigkeit mehr oder weniger übernommen. Hat das vielleicht ein bisschen was geändert, auch an deiner Zukunftsvision? Ja, ein bisschen ja. Muss ich sagen, dass die, wenn du bist Spieler, so du fokussierst komplett die Spiel und die Eishockey als Spieler und die letzte Jahr, in, wenn wir positiv denken, so ich denke, das war auch eine gute Sache. Dass, ich habe meine Augen geöffnet für die Zukunft und jetzt, ich denke, ich habe meinen Weg für die Zukunft gefunden oder letzte Saison und jetzt sieht das nicht so schlecht aus. Jetzt wollen wir natürlich auf den heutigen Tag blicken. Berichte uns mal, wie es dir gerade geht. Bist du aufgeregt? Hast du dich besonders vorbereitet? Wer wird dich heute begleiten im Stadion? Was sind deine Gedanken, wenn du an die Zeremonie denkst? Ich habe probiert, mich selber vorbereitet für die Zeremonie, aber ich denke, das ist die Event, wo man kann nicht komplett vorbereitet. Die Emotion wird da sein, große, fast als nie am Eis und die Spiel, die Fans, es gibt so viele Leute, was ich kann nicht kontrollieren. Ich kann nur mich selber in Emotionen ein bisschen rückhalten, hoffentlich, oder sonst ist das ganz lange Abend, aber das freut mich sehr und die Leute sehen und dass die Eislöwen die richtig große, wie heißt das, die ob ich kann Preis zahlen, das geben, dass ich kann mal Eis stehen und die meine Hemd da oben hängt, so das ist etwas so groß, dass ich weiß das noch nicht, wie groß das ist. Was bedeutet es dir persönlich, dass auch deine Nummer nicht mehr vergeben wird, die Nummer 10, dass die bei den Dresdner Eislöwen künftig gesperrt sein wird? Ja, das, die mehr ich denke, dass das Nummer 10 hängt da oben, wie lange die Dresdner Eislöwen als die Verein ist, so, das macht die Sache noch größer. Und jetzt ich probiere Fokus mehr heute und ich probiere das in ein Stück halten und dann vielleicht morgen oder nächste Woche ich kann mehr überlegen, das größere Bild hinter die ganze Event. Gibt es noch etwas, was du den Fans mit auf den Weg geben möchtest, die heute ins Stadion kommen oder vielleicht auch noch aufrufen möchtest, dass sie heute ins Stadion kommen sollen, um dabei zu sein? Ich denke, das ist für mich extrem wichtig, dass die vier Leute kommen da am Eishalle und wir können die Abend zusammen leben. Das, wir haben 7 Jahre jetzt zusammen schon gelebt und ich denke, heute Abend ist genau der Tag, wenn unsere Arbeit jetzt ist ein bisschen vorbei. Und viele Leute, so bessere Party. So ich richtig hoffe, dass die Leute finden heute ums Eishalle und wir können zusammen das große Sache teilen. Sami, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute natürlich da bist an diesem großen Tag. Wir freuen uns sehr darauf. 17 Uhr geht das Spiel gegen Rosenheim los. Die Bannerzeremonie startet schon 16.45 Uhr. Sami wird ab 16 Uhr dann auch in der Fotobox zur Verfügung stehen für Erinnerungsfotos, natürlich mit der Nummer 10. Wir würden uns freuen, wenn ganz viele Fans heute auch das Trikot mit der Nummer 10 tragen. Und wir wünschen dir an dieser Stelle natürlich schon mal alles, alles Gute und sind sehr gespannt auf den heutigen Nachmittag und auf das, was uns alle erwartet.